Piept's bei dir öfter auf dem Ohr? Hast du einen Tinnitus? Dann habe ich jetzt drei Übungen, die für dich interessant sein können. Übung Nummer 1. Du nimmst dir dein Soundvibe, verbindest das mit deinem Handy und setzt dir das einmal über die Ohren auf. Dieser Kopfhörer hat den Vorteil, dass er über einen Knochenschall ein Signal in dein Ohr sendet. Und dafür brauchen wir jetzt eine Frequenzgenerator-App. Diese lädst du dir auf dein Handy runter und dann haben wir den Vorteil, dass wir über die App verschiedene Frequenzen einstellen können. Und ein Tinnitus ist oft in einer sehr hohen Frequenz. Wir fangen aber mit einer niedrigen Frequenz an und stellen die Frequenz jetzt auf 100 Hertz. Auf 100 Hertz machen den Kopfhörer an und dann merkst du schon, dass jetzt auf beiden Seiten diese Frequenz in dein Ohr strömt. Wenn das auszuhalten ist, lässt du das 10, 15, 20 Sekunden dich beschallen vom Kopfhörer und machst das dann wieder aus. Ein Tinnitus ist aber auch oft nur auf einer Seite des Ohrs. Das heißt, du kannst über die App auch nur ein Ohr ansteuern. Das kannst du auch nochmal ausprobieren. Und dann gehen wir jetzt schrittweise von den Herzfrequenzen höher. Als nächstes stellst du einmal 500 ein, drückst wieder auf Starten und lässt dein Ohr mit der Frequenz beschallen. Wir gehen jetzt immer höher. Wenn es unangenehm wird, kannst du die Lautstärke ein bisschen reduzieren. Und versuche jetzt mal einzupendeln, dass du ungefähr den Ton triffst, der auch dein Tinnitus ist. Weil manchmal kreiert unser Gehirn Töne, damit die Nervenzellen, die dafür zuständig sind, nicht absterben. Und wenn wir die jetzt von außen wieder beschallen, dann kann es sehr gut sein, dass der Tinnitus verschwindet. Das heißt, wir gehen in unserer Herzzahl jetzt nochmal höher, gehen mal auf 1000, 1500 und probier mal, ob das deiner Tonlage näher kommt. Du lässt dich jetzt auch wieder beschallen, wieder 10, 15, 20 Sekunden, entweder auf beiden Ohren oder auf einem Ohr, guckst, wie du das verträgst und lässt dann wieder nach. Das Ganze kannst du öfter am Tag machen, in verschiedenen Intervallen und über die Zeit sollte der Tinnitus verschwinden. Übung Nummer 2. Manchmal sind wir sehr verkrampft in unserem Kiefer und hier laufen Nervenenden lang, die den Tinnitus auslösen können. Das heißt, wenn wir unseren Kiefer mobilisieren, entlasten wir dadurch die Muskulatur und der Tinnitus kann verschwinden. Dazu machst du Folgendes. Du stellst dich gerade und aufrecht hin, machst den Mund ganz leicht auf und drehst den Kopf entgegengesetzt zur Seite, wo der Tinnitus ist. Also wenn ich den Tinnitus links spüre, drehst du den Kopf nach rechts. Wenn ich den Tinnitus rechts habe, drehst du den Kopf nach links. Wenn du den auf beiden Ohren hast, bleibst du einfach in der Mitte. Du machst den Mund ganz leicht auf und jetzt schiebst du vorsichtig den Unterkiefer vor und zurück wie eine Schublade. Ich mache dir das einmal vor, geöffnet. Vor und zurück. Vor und zurück. Versuch bitte darauf zu achten, dass die Bewegung langsam und kontrolliert ist. Sowohl in der Vorwärtsbewegung als auch in der Rückwärtsbewegung. Was du dann machst, du lässt den Mund wieder geöffnet und dann schiebst du den Unterkiefer rechts und links, wie so eine Schreibmaschine. Ich mache dir das wieder einmal vor. Versuch dabei darauf zu achten, dass du wirklich den Kiefer bewegst und nicht die Lippen. Also die Bewegung aus dem Kiefer, nicht aus den Lippen zu erzeugen. Bitte mach das Ganze sehr vorsichtig, weil es kann sein, dass wir dadurch andere Reaktionen hervorrufen, wodurch dir schnell schwindelig werden kann. Da also ein bisschen drauf achten. Langsame, kontrollierte Bewegung. Übung Nummer 3. Du schnappst dir deinen Z-Vibe und setzt den feinen Aufsatz oben drauf. Und damit vibrieren und massieren wir jetzt dein Kiefergelenk. Am Kiefergelenk laufen viele Nerven entlang, unter anderem auch dein Hörnerv. Das heißt, wenn wir diese Stelle mobilisieren bzw. vibrieren, kann es sein, dass der Tinnitus verschwindet. Also Z-Vibe anschalten und dann gehst du hinter das Ohr an das Kiefergelenk und hältst das Z-Vibe hier mit leichtem Druck drauf. Am besten erstmal auf der Seite, wo du den Tinnitus auch verspürst und hältst das jetzt hier. Kannst ein bisschen mehr Druck geben und ein bisschen lösen, dass wir so eine kleine punktuelle Massage haben, also mal ein bisschen mehr Druck erzeugen und ein bisschen weniger.
Und das hältst du jetzt für etwa eine Minute. Auch das kannst du über den Tag verteilt öfter machen, abends zur Entspannung. Und wenn du das regelmäßig machst, kann es sein, dass der Tinnitus ziemlich schnell verschwindet. Das waren drei alternative Übungen gegen Tinnitus. Zuerst haben wir dein Ohr mit verschiedenen Frequenzen bespielt. Dann haben wir dein Kiefergelenk mobilisiert. Und dann haben wir über die Vibration in das Ohr zusätzlichen Stimulus geleitet. Falls du dich noch für andere Neurotrainingsvideos interessierst, findest du die hier. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn du einen Kommentar da lässt. Bei Fragen gerne fragen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.